Herzlich willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Wir müssen wieder Felder abernten. Das machen wir gleich. Wir müssen auf jeden Fall hier noch das eine Grab fertig machen und dann können wir auch direkt schon wieder zur Predigt. Das gibt wieder Geld und Glaube. Ja, es ist doch schön. So, der ist fertig und rein da. Noch wieder ein paar Punkte zusammengesammelt. Wir müssen wirklich mal gucken, was wir brauchen für die nächste Stufe von dem Gebet hier. Von dem Kombo-Gebet. Das würde sich vielleicht lohnen, da mal auf die nächste Stufe zu gehen. Wenn wir das irgendwie hinbekommen. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Der sagt doch immer das Gleiche, ne? Toll. Woo. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Es sind 8. Toll, okay. Und es kommen nochmal 4 dazu, 5 dazu. Okay, sind wir wieder bei 13. Eure Spenden sind willkommen. Ich hoffe, es sind wieder 5, ich glaube, es waren 5,20 beim letzten Mal. Oh, wir sind jetzt schon bei über 30 pro Nase. Das nehmen wir uns doch gerne mit. Da ist es wieder mehr geworden. Hängt das an den Gräbern? Ist das so? Dass die Anzahl der Leute, die reinkommen, an den Kreuzen hängt und das, was die geben, an der Qualität des Friedhofs? Kann das sein? Ist das so? So, das kann weg. Passierschein. Ja, da haben wir leider... Den würde ich gerne irgendwo ablegen wieder, weil der unser Inventar sonst zumüllt. Aber wo ist die Frage? Unser Wein ist mal wieder fertig. Das ist sehr schön. Wie haben wir das denn hinbekommen? Wie haben wir den goldenen Rotwein hinbekommen? Dann ist das wirklich eine Chance. Also eine Chance von 30%, dass der auf die nächste Stufe kommt. Okay, cool. Können wir hier mal eben fertig machen. Ja, ich würde sagen, wir begeben uns gleich mal Richtung Wald, also wieder Richtung Burgfeste, weil wir da ja jemanden zu treffen haben, theoretisch. Da haben wir auch keinen Platz drin, das ist ja hervorragend. Dann, ach, da wäre sogar gewesen. Gar nicht gesehen. Aber was ich auch jetzt gerne endlich mal nachgucken würde, mit diesem Fleisch. Ja, nee, nicht Ohraufschnitt. Den muss man doch irgendwo, das muss man doch irgendwo stempeln, oder nicht? Einfügen Stempel. Ah, Siegel, so rum. Einfügen Siegel. Haben wir gemacht. Fleischpaket. Dafür brauchen wir Papier. Ja, gut, dann war ich ja beim letzten Mal beim Kirchenarbeitstisch gar nicht so falsch. Okay, brauchen ein bisschen Papier. Das ist ja machbar. Hm. 8 können wir machen. Wir brauchen 15. Und dann nochmal 2 hier. Das sind jetzt zu viele, oder? Ist egal. Papier können wir immer brauchen. Das erstmal so. Wir müssen ja nicht übertreiben. Dann machen wir schon oft genug mit dem Übertreiben. Okay, die packen wir aber nicht jetzt ein. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt wirklich erstmal gucken, ob wir den Diener im Wald finden. Gehen wir erstmal Richtung... Ach ja, mit dem Roma-Baron müssen wir ja sowieso auch sprechen. Der ist ja auch da in der Ecke für den... Astrologiker. Das ist auf jeden Fall früher Abend, also jetzt könnte der Diener vielleicht hier irgendwo rumlaufen. Ich bin gespannt. Vielleicht möglicherweise von hier. Da ist er! Okay, er kommt also wirklich erst in der nächsten Nacht, nachdem er mit ihm geredet hat. Frage nach der Halskette.
Ich habe gehört, dass dein Meister, der Kommandant, vor kurzem eine Halskette erworben hat. Ich würde dich gut bezahlen, wenn du sie mir bringst. Mein Meister würde nie so etwas Nutzloses wie eine Halskette kaufen. Mein junger Meister, der Kommandant, würde das vielleicht. Aber er hat uns vor ein paar Jahren verlassen. Ich werde diese Halskette wohl niemals finden. Das war's. Mehr Info haben wir hier nicht. Oh. Stahlschwert. Juwelenbesetztes Damaszenerschwert. Energieverbrauch 1, 25 Schaden. Juwelenbesetztes Stahlschwert. Energieverbrauch 2, 20 Schaden. Okay. Das Damaszenerschwert macht also wirklich noch Sinn. Aber wir hätten uns den ganzen Krempel einfach kaufen können. Andere Frage. Können wir Waffen hier verkaufen? Nee, können wir nicht. Weil er hat halt ein bisschen Geld. Das wäre halt ganz schön gewesen. Aber gut. Wir hätten das alles gar nicht lernen müssen. Aber wenn wir schon mal da sind, was ist denn mit dem Roma-Baron? Der ist natürlich nachts auch draußen. Hervorragend. Frage nach Esmeralda. Kannst du mir von deiner Schwester Esmeralda erzählen? Wo ist sie jetzt? Nie. Du bist der Freund des Inquisitors. Ich erzähle dir von meiner Schwester unter einer Bedingung. Die Wachen des Inquisitors haben eine Freundin geraubt. Sie erwartet noch ihren Prozess, also wird sie vielleicht freigelassen. Bitte deinen Freund, den Inquisitor, sie freizulassen, dann erzähle ich dir alles, was ich weiß. Neue Aufgabe. Geht mit dem Inquisitor, das kriegen wir hin. Er ist nicht mein Freund, aber ich versuche es. Okay. Das ist ja auch schon morgen. Das ist ja, das trifft sich ja alles gerade ganz hervorragend. Wir machen ja hier richtig Fortschritte. Zurück nach Hause. Dann stempeln wir ein bisschen Fleisch. Mal gucken, vielleicht bringt es uns ja tatsächlich mal Geld ein. Dann gehen wir pennen. Ach nee, Quatsch. Das ist, na, Frau Anmut, warum kann ich mir den Namen eigentlich nicht merken? Das ist gar nicht der Inquisitor. Der Inquisitor ist genau auf der anderen Seite. Also morgen hier Venus-Symbol und da oben dann Mars-Symbol. Das dauert noch ein bisschen. Macht aber nichts. Wir können die Gelegenheit nutzen, morgen direkt ins tote Pony zu gehen. Bei ihr die Quest fortzuführen und unsere Fleischpakete zu verkaufen. Das lohnt sich ja richtig. Mal gucken, wie gesagt, mal gucken, wie viel dabei rauskommt, ob sich das lohnt. Mit den Paketchen. So, ich fühle mich so erfrischt. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Ab ins tote Pferd, genau. Schiebt mich hier nicht rum, ich will da hoch. Ich habe von der Halskette erfahren. Schlange hat mir gesagt, dass er dein Geld nicht mehr hat. Dieser Schuft. Also kannst du mir doch nicht helfen. Er hat mir allerdings verraten, wo deine Halskette sich befindet. Ich werde versuchen, sie dir zurückzubringen. Nein, das geht offenbar nicht. Oh, das ist so süß. Wo wir gerade von süßen Dingen reden. Hast du schon mal das Parfüm von Frau Kette gerochen? Ja, es riecht ganz gut. Sogar du magst es. Ich brauche unbedingt ein Fläschchen davon. Kannst du vielleicht mit ihr reden und mir eins besorgen? Warum fragst du sie nicht selbst? Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Aber sie mag mich nicht. Sie ist besonders neidisch auf meine Freundschaft mit Alisa. Wer ist denn Alisa? Ich versuche, etwas Parfüm für dich aufzutreiben. Ich könnte es ja sogar versuchen, selbst herzustellen. Wie sollen wir das denn machen? Wir brauchen Parfüm. Wart, lauf mal nicht weg jetzt, Mädchen. Du mit meinem Ehemann, er hat hier das Sagen. Ja, aber ich will mit dir reden, das Parfüm. Jetzt lauf nicht weg. Ich meine, ich brüll auch gerne durch die ganze Schenke, wenn du das willst. Also, dein Parfüm! Frau Kette, kannst du mir etwas von deinem Parfüm abtreten? Das riecht gut, nicht wahr? Aber ich bin es satt. Ich mache mir ein neues. Ich habe noch immer ein Fläschchen von dem alten Zeug. Ich könnte es dir geben, wenn du mir hilfst.
bring meiner Schwester dieses Essen. Sie lebt mitten im Sumpf. Oh, die Hexe? Da wollen wir sowieso hin. Und fang mir auf dem Weg zurück ein Dutzend Frösche. Die brauche ich für das neue Parfüm. Okay. Dann müssen wir wohl angeln gehen. Was ist mit Fleisch? Ja, das ist ja... Ich meine, immerhin, der Preis verfällt nicht, wenn ich das richtig sehe. Doch, der Preis verfällt. Der Preis verfällt. Na gut, hilft nicht. Na gut, ich finde, das lohnt sich nicht so richtig. Nee, ich bleib bei Wein zum Verkaufen, glaube ich. Wein ist ganz gut. Okay. Hexe, Sumpf. Wir porten mal eben. Nach Hause. Dann nehmen wir uns ein paar Maden mit. Oh, hier sind wir ja. Hier müssen wir ja auch noch. Wir machen mal eben Felder. Wie sieht es beim Wein aus? Nee, die brauchen noch. Das ist okay. Die brauchen immer ein bisschen länger als hier unten. Ja, wollte schon sagen. Wenn wir jetzt schon keine Zwiebeln mehr hätten, das wäre ungünstig. Haben wir eigentlich schon die Alchemiestation 2 freigeschaltet? Oder kommt das erst noch? Ich bin mir sehr sicher, dass wir sie noch nicht gebaut haben, aber vielleicht haben wir sie ja schon freigeschaltet. Jo, wir sind jetzt gerade erstmal zu voll. Moment, das haben wir gleich. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das auch. Sehr schön. Das kommt weg. Das kommt... Wir haben keinen Platz mehr. Wir nehmen uns Maden mit. Das kommt weg. Noch ein Papier übrig. Aber wir machen mal eben leer. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit, bis die Hexe verschwindet. Wir sollten nur für die nächste Leiche wieder zurück sein. Aber bis dahin... Ja, das Zeug ist alles... Können wir der Hexe vielleicht Kürbisse verkaufen? Ja, das gucken wir später. Das versuchen wir vielleicht später mal. So, das kann alles hier bleiben. Dann haben wir noch ein bisschen was für drüben. Wir gehen eben den Weg außen lang. Wir müssen in die Kirche und runter. Und dann eben zur Hexe. Die Angel haben wir sowieso dabei, oder? Ja, die haben wir dabei. Alles klar. Maden haben wir. Wir bekommen noch einen Glauben dazu, eine kleine Geschichte. Eine silberne sogar. Schön. Dann kann das Zeug erstmal raus. Die Armaden können wir auch noch untersuchen. Das machen wir nicht jetzt. Das machen wir später. Alchemiegedöns. Haben wir die Stufe 2 schon freigeschaltet? Müssten wir fast. Destillationsstufe 2. Ja, haben wir schon. Alchemie Tisch 2. Dann lass doch mal gerade gucken, was der kostet. Komm, wir gehen jetzt erst zur Hexe. Machen wir später. Wir latschen eben erst einmal zur Hexe. Dann werden wir das mit den Fröschen wahrscheinlich nicht schaffen, weil wir bis dahin die Leiche vor der Tür liegen haben werden. Aber dann müssen wir halt nochmal zurück. Aber das kriegen wir hin und das wird schon. Wir haben ja Zeit. Alles ganz entspannt. Morgen kommt der Händler. Ich glaube, wir müssen nicht zu ihm. Wir könnten vielleicht nochmal einfach ein paar Weintrauben mitnehmen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hier hast du Essen. Das ist von deiner Schwester. Tira! Sowas wie einen guten Apfel gibt es nicht. Ich hasse Äpfel. Das ist schön, glaube ich. Ich nehme das Alchemie-Rezept mit. Und mehr hast du, glaube ich, nicht, was ich brauchen könnte. Dankeschön. Okay, dann müssen wir, glaube ich, außen rum und runter, damit wir an die Angelstelle kommen. Wir kriegen jetzt eh die Leiche gleich. Naja, vielleicht kriegen wir noch einen gefangen. Nein, kriegen wir nicht. Alles klar.
War den Versuch wert. Ab nach Hause. Wir gehen gleich einfach direkt wieder in den Sumpf. Das passt schon. Was haben wir denn Gutes? Der ist gar nicht so schlecht, vielleicht. Je nachdem, ab wann uns der jetzt begegnet. Ich wollte gerade sagen, ab wann uns der erste Pfusch begegnet, jetzt sofort. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Holen wir alles raus. Er braucht's ja nicht mehr. Und dann brauchen wir neues Futter. Haut können wir dran lassen. Wir vergraben einfach gleich ein bisschen Haut mit erster Push. Nein, wir vergraben das nicht. Wir verbrennen es natürlich. Vergraben, sowas, aber nicht. Jetzt, wo wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind, könnten wir auch da oben mit den mit den Flüchtlingen mal weitermachen. Die wollten Futter und Wasser haben. Beides würden wir hinbekommen, behaupte ich. Wir können ja einfach Brot da reinschmeißen oder so und gut ist. Mehl, Teig. Wir machen direkt Teig und schmeißen dann Brot in den Ofen. Teig verbraucht beeindruckend wenig Energie. So, dann braten wir hier mal ein bisschen Brot und gehen schlafen. Ja, okay, also wir gehen gleich noch ein paar Frösche fangen, würde ich sagen. Oder wir gehen erst zum... Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich zuerst machen soll. Wir sollten eigentlich erstmal zum Händler. Weil er halt nur morgen da ist, einfach um wieder ein bisschen Wein zur Verfügung zu haben. Wir machen hier eben den Teich noch fertig und haben absolut gar keinen Platz mehr. Wir haben hier den Gebäckteig drin. Und da haben wir auch nicht wirklich Platz drin. Aber wir haben hier auch eh schon Brote drin. Ja, und wir sind auch ziemlich voll. Wir haben wieder vergessen abzulegen. Wir machen eben leer, dann latschen wir zum Händler, beziehungsweise porten natürlich zum Händler, als ob ich hier irgendwo zu Fuß hingehen würde. Ich wäre ja nicht blöd. Dauert doch alles viel zu lange. Und dann müssten wir uns darum kümmern, dass wir mal wieder selber was zu essen kriegen. Suppen wollten wir uns noch anschauen. Das können wir mal machen. Weg. Oh, das Fleisch hätte eigentlich in die Küche gehört. Aber egal. Okay, reicht erstmal rüber zum Händler. Hey, rüber zum Händler. Wo ist Pony? Und, wir müssen auch noch Gewürze für ihn machen. Das vergesse ich jedes Mal. Das müssten wir eigentlich inzwischen haben. Egal, gib mir erstmal 4 und... Ja, komm, gib mir einfach 4. Okay, der lädt noch kurz. Es lohnt eigentlich nicht, sich dafür groß auf den Weg zu machen. Der ist sowieso gleich fertig. Sehr, sehr gut. Ab nach Hause. Kriegen wir das... Na, wir können eigentlich unten rumgehen. Kriegen wir das hin, eben Gewürze zu machen und ihm zu geben, bevor der Tag abläuft, einfach damit das schon mal getan ist. Ich hoffe, wir haben das Gedöns inzwischen dafür. Ansonsten... hat sich das eh erledigt. Salz. Salz haben wir in der Küche. Das kriegen wir hin. Und die Teleport-Rune müsste sich ja jetzt auch schon wieder aufgeladen haben. Von daher haben wir das. Und Brot ist auch schon wieder fertig. Ein Salz. Ich brauche einfach nur einmal Gewürze. Das würde mir schon völlig reichen.
da rum und dann da dran und einmal Gewürze. Jo, haben wir. Und zurück zum Händler. Wahrscheinlich geht es noch gar nicht weiter. Wir müssen eh erst noch andere Dinge tun, so wie ich das sehe. Eine Handelslizenz zum Beispiel. Aber wir haben ein Heilmittel. Hier, ich bringe dir dieses Heilmittel. Kloto hat gesagt, das würde dir helfen. Ich verzeih es über diese gebratenen Grasschupfer. Delicious. Noch schmackhafter als vorher. Vielen Dank. Woher hast du denn ihre kostbare Susas? Die habe ich mit Alchemie und ein bisschen gesundem Menschenverstand selbst gemacht. Interessant. Ich komme nicht umhin, sie viele Möglichkeiten zu sehen. Ihr Geschmack könnte mir viele Türen öffnen. Vor allem die Palasttüren. Ich muss einen Sinner für die Mitglieder des königlichen Rasses vorbereiten. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Du musst mir ein großartiges Sinner für 5 Leute zubereiten. Mal ein paar Snacks, eine Hauptspeise und was Nachtisch. Alles sollte von besser Qualität sein. Warum gerade ich? Ich bin nicht unbedingt der beste Koch. Ich kann niemandem sonst in der Stadt trauen. Sitzt zu viel auf dem Spiel. Warum kochst du dann nicht selbst? Ich bin ein Foodie, kein Koch. Keine Sorge, du schaffst das schon. Das Gewürz, das du gemacht hast, wird dieses Dinner unvergesslich machen. Alles klar, wir müssen Dinner zubereiten. Wir wollten ja eh noch ein bisschen kochen. Gehen nach Hause. Hat glücklicherweise wieder durchgeladen und der Esel war inzwischen auch schon da. Das mit dem Dinner gehen wir an, aber später. Wir haben jetzt sehr früh eine Leiche bekommen. Das heißt, wenn wir die jetzt mal eben verhackstücken, haben wir noch ein bisschen Zeit. Mal gucken, was dabei rumkommt. Haben wir noch ein bisschen Zeit, um Frösche zu fangen. Das sind mehr Weiße als vorher, aber das hilft auch nicht so richtig. Ja, gut, da bleiben noch 2 Weiße übrig. Nee, lassen wir das mal. Und da bleibt gar nichts mehr übrig. Jetzt können wir auch den Rest rausholen. Wir brauchen mal langsam dieses Einbalsamierungszeug, glaube ich. So, Fleisch und Schädel und dann haben wir's. So, wir könnten eigentlich auch jetzt eben gleich erstmal schlafen gehen. Wo es sowieso, wir haben keinen Platz mehr. Wo es sowieso dunkel ist. So, also haben wir einmal hier den Schrank, wo die ganzen Einwegsachen reinkommen. Dann haben wir den Schrank, wo die Mehrweg-Sachen reinkommen, dann können wir hier noch eine Geschichte ablegen. Morgen Schlange. Müssen wir mit Schlange irgendwas bequatschen? Oder waren wir mit ihm durch? Müssen wir gleich mal ins Journal gucken. NPCs. Esel, Wagner, Koto. Schlange. Besorge das Necronomicon. Das haben wir. Gut, wir verschieben das mit den Fröschen offenbar um mehrere Stunden. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir gehen mal eben pennen. Dann ist die Energie auch wieder voll und wir haben auch wieder ein bisschen Brot dazu bekommen. Mit diesem Dinner. Lass doch mal gerade gucken. Wo machen wir das? Hier nicht. Dann müsste es ja am Ofen sein, an den kommen wir gerade nicht dran. Okay, wir gehen eben pennen. Okay, und dann gleich zur Schlange das Necronomicon abgeben. Dann haben wir auch wieder einen Platz mehr im Inventar. Das ist doch ein hervorragender Tausch eigentlich. Gefällt mir sehr gut.